Herzlich willkommen zum täglichen Monolog. Am Mittwoch der Kapitän des Rettungsschiffes Lifeline und IT mit Frisur, Klaus-Peter Reisch, ist auf Malta zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt worden. Die offizielle Begründung: das Boot ist nicht ordnungsgemäß registriert gewesen. Die eigentliche Begründung: uns bringt der Burggraben da draußen nichts, wenn Sie die Menschen da immer wieder rausziehen. Es ist wie Azubi-Rabatt auf dem Golfplatz. Dafür ist das nicht gedacht. Die sollen mal schön weiter Minigolf spielen, die Putzen- und Maler-Ottos. Und Europa ist ja der Golfplatz unter den Kontinenten. Nur mit weniger Elektroautos. Auf jeden Fall will Reisch in Berufung gehen, wenn ihr Menschen vor dem Ertrinken retten im Kern für eine, ja, ganz gute Idee haltet. Dann spendet doch mal unter mission-lifeline.de. Glaub es mir, wenn dir wichtig ist, was die anderen über dich denken, wirst du nie glücklich sein. Du bist immer abhängig von der Meinung der anderen. Und die anderen, die wissen ja gar nicht, was sie wollen. Die wissen ja gar nicht, was richtig ist. Da kommen manchmal Experten und kritisieren dich oder mich. Experten. Weißt du, Experten haben zum Beispiel auch gesagt, liebe Frau, du schwanger bist, nimm dieses Medikament, wenn du nicht schlafen kannst. Kannst du wunderbar schlafen und es ist absolut ungefährlich. Heute laufen Millionen Kontergan geschädigter Menschen auf dieser Welt herum. Eine amerikanische Expedition hat im Marianengraben den neuen Rekord im Tiefseetauchen aufgestellt. Die sind 10.928 Meter tief getaucht. Da unten haben die Forscher ohne Scheiß drei unbekannte Tierarten, eine Plastiktüte und sogar das Niveau von Donald Trump gefunden. Ey, da lag eine Plastiktüte in fast 11 Kilometern Tiefe, am tiefsten Punkt der Erde. So langsam sollten die ersten Pfandsammler mal in Neoprenanzüge investieren. Es könnte sich lohnen. In den Meeren ist mittlerweile fast so viel Müll wie auf Modern Talking Alben. Wahrscheinlich findet sich da irgendwo in 11 Kilometern Tiefe noch ein Kaffeebecher, auf dem Lena mit ER am Ende steht. Du bist auch weiter, denke ich, schon vom Denken her. Aber wenn du natürlich noch die Seminare mitmachst, mit dem Lifeline-Seminar, dann wirst du noch mal einen Schritt weiter nach vorne. Ich weiß, was meine größte Arbeit ist. Mich selbst arbeiten. Genau, und deswegen magst du das. Okay? Yeah! Bis dann! Ja, Game of Thrones ist spannend, aber gestern war der Petersberger Klimadialog. Denn wenn es ein Thema gibt, bei dem die Politiker zu wenig rumlabern, dann ist es Klimapolitik. Merkel will jetzt diskutieren, wie man Deutschland bis 2050 klimaneutral machen kann. Ich würde sagen, auf jeden Fall noch mehr Produktion nach China verlegen, das Rauchen nur noch drinnen erlauben und Klimaanlagen in Hauswänden umdrehen. Und wenn man das Ganze jetzt noch ausdruckt und Maßnahmenpaket nennt, dann ist es Politik. Das war der tägliche Monolog für heute. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Bis dahin, ciao.